Ich bin hier im Hofquartier Taufkirchen bei WML oder Werner Memel Lichtdesign oder auch, wie auf der Webpage zu lesen ist, Wir machen Licht. Lieber Werner, was verstehst du unter Wir machen Licht? Ja, hallo Gabi, schön, dass du hier bist bei uns. Ja, Wir machen Licht ist tatsächlich unser Motto bezogen auf Licht, heißt das Lichterlebnis und die Lichtatmosphäre und das Lichtergebnis am Schluss. Das heißt, ich komme auch aus dem Licht, heißt vom Theater her. Ich habe früher Theater gemacht und habe auch Clubs gemacht. Und da ist eigentlich relativ egal, wie die Leuchte aussieht. Es ist immer wichtig, was für ein Lichterlebnis wir bekommen. Hier haben wir allerdings mittlerweile, wir machen Architekturlicht. Das heißt also Festinstallationen für Hotellerie und Gastronomie. Und da ist es eben sehr wichtig, dass das Lichterlebnis auch verkaufsfördernd ist und insgesamt einen Wellnesscharakter rüberbringt. Ich selbst bin sehr spezialisiert auf akzentuiertes Licht, auf Lichterlebnisse und mache da spezielle Projekte. Und meine Kollegen sind auch spezialisiert auf das, was man normalerweise kennt, auf Leuchtenplanung. Also wir unterscheiden da zwischen Lichtplanung und Leuchtenplanung oder Leuchtenpositionierungsplanung. Und das kann man hier bei uns auch ganz gut erleben. Es gibt ja viele sogenannte Lichtstudios, die man kennt. Meistens erwartet man aber Lampenstudios, also Studios, wo Leuchten drin sind. Bei uns ist tatsächlich ein Lichtstudio hier. Das haben wir vorne, das möchte ich dir dann später zeigen. Da kann man Licht erleben, man kann LED erleben hier bei uns. Man kann auch dimmbares LED, man kann die Farbspektren sehen, man kann die Unterschiede feststellen, wie es ist, gerade heute in der LED-Technologie, ob man einen CRI von 80 oder CRI von 95 hat und was das eigentlich bedeutet. Aber, wie sich natürlich gehört, in so einem schönen Erlebnisquartier wie wir hier sind, im Hofquartier, haben wir natürlich auch ein Leuchtenstudio. Also mit schönen Leuchten aller namhaften Hersteller, die wir für unsere Lichterlebnisse dazwischen auch positionieren. Und hinter mir ist der Lichtraum, wie wir ihn nennen hier im Showroom. Hier kann man die Kombination erleben, das heißt Leuchten im Licht. Und ein Hobby von uns ist auch Wallart zu machen, sowas wie hinter mir ist. Also wirklich mit Lichteffekten spielen, die auch für das Gesamterlebnis eines Raumes auch eine Rolle spielen. Wir verstehen uns als Dienstleister zur Unterstützung der Innenarchitekten und der Architektur und gelungen ist dann ein Lichterlebnis, wenn wir die geplante Architektur von unseren Architekten, die auch zu uns kommen, wenn wir die also so unterstützen können, dass der sagt, wow, das Ganze wurde nochmal aufgewertet. Wenn ich als Interior-Architekt zum Beispiel zu euch komme, ist es vom Umfang her egal, mit was für einem Projekt ich komme? Also könnt ihr auch größere Mengen auf die Reihe kriegen? Oder seid ihr auch in irgendeine Richtung vielleicht spezialisiert, wo ihr sagt, da kennt ihr euch besonders gut aus oder das macht ihr besonders gern? Ja, also es ist ja so, wir werden ja empfohlen. Und man wird immer da empfohlen, wo man halt natürlich besonders gute Ergebnisse wahrscheinlich liefern kann. Generell vom Büro her ist es so, dass wir 6 Leute in der Planung sind und in der Ausführung, also durchaus größere Projekte machen und auch machen können. Unser Spektrum ist von Fassadenplanungen, Outdoor. Hier nebenan ist ja wieder gerade eins der größten Outdoor-Pool-Ausstellungen Europas erstellt, wo wir also auch eine Top-Beleuchtung mit geplant haben, wird im Frühjahr fertig werden, 2017. Und natürlich da können wir inszenieren, das machen wir, aber wir haben natürlich auch zum Beispiel das Europäische Patentamt beleuchtet, Bauabschnitt 5, 6, 7, 8, also alleine hierfür schon 40.000 Quadratmeter Büroflächen, wo auch im Übrigen lichttechnisch auch Leuchten eingesetzt werden, die wir berechnen, wo wir selbst die Wollwänden berechnen, die Blendfreiheit berechnen, also ganz stinknormale, wenn man so will,
Bürobeleuchtung mit dem besonderen Pfiff allerdings. Was ist das verrückteste Projekt, was ihr jemals gemacht habt? Das Verrückteste, na gut, das Verrückteste kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe zum Beispiel als erster Architekturlicht in die Diskothekenwelt reingebracht. Ja, wir haben das P1 damals gemacht und da habe ich gesagt, schmeißt alle Showtechnik-Sachen raus, baut die Vertäfelungen so, wie ich das gerne hätte und die Voten und ihr werdet sehen, es wird nur ein Lichterlebnis. Ich habe das im Kleinen dann vorgemacht in einem kleinen Bereich und die waren so begeistert, auch von dem Umsatz, der dann plötzlich in einem vorher ungeliebten Bereich gewesen ist. Also das war der, wo sie zu mir gesagt haben, probier dich da mal aus da hinten. Und dann waren alle Leute nur noch dort. Dann wurde die ganze Disco dann 2-3 Jahre später nach meinem Konzept umgearbeitet. Das hat weltweit für Furore gesorgt und ist dann auch versucht worden, weltweit zu kopieren. Lieber Werner, dann bin ich gespannt auf den Showroom. Da schauen wir jetzt mal hin, ne? Bitte schön. Herzlich willkommen bei uns jetzt im LED-Erlebnisraum. Hier kann man Kartenlichtfarben von 4000 Kelvin, die wir im Shop-Bereich brauchen, wärmere Farbtemperaturen von 3000 Kelvin, noch wärmere für die Gastronomie von 2700 Kelvin und im dimmbaren Bereich darunter erleben und wahrnehmen. Aber natürlich können wir hier auch verschiedene Farbstimmungen wahrnehmen und sich auch einfühlen in die CRI-Farbwerte. Aber das weiter, wenn ihr hier seid.